Wenn ihr es nur wüsstet, dass dies wahrlich ein edler Koran ist, in einer wohl aufbewahrten Urschrift. Keiner kann sie berühren, außer den Reinen. Sie ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten. Wollt ihr denn gegenüber dieser Verkündigung undankbar sein? Und dass ihr sie leugnet, soll das euer Dank sein? Warum wohl, wenn die Seele des Sterbenden zur Kehle steigt und ihr in jenem Augenblick zuschaut? Und wir sind ihm näher als ihr, nur dass ihr es nicht seht. Warum wohl, wenn ihr nicht zur Rechenschaft gezogen werden sollt? Zwingt ihr sie nicht zurück in den Leib, wenn ihr wahrhaftig seid? Vermögt ihr das? Wenn er nun zu denen gehört, die Allah nahe sind, dann wird er Glückseligkeit genießen und Düfte und Gärten der Wonne. Und wenn er zu denen gehört, die zur Rechten sind, wird ein Friede sei auf dir von denen, die auf der Rechten angehören, zugerufen. Wenn er aber zu den Leugnern ihrer Gegangenen gehört, dann wird ihm eine Bewirtung mit siedendem Wasser zuteil und brennen in der Dschahim. Wahrlich, dies ist die Wahrheit in aller Gewissheit. Lobpreise darum den Namen deines großen Herrn.